Saudi-Arabien sagt, sie sind zum Angriff auf Syrien bereit, stehen für Militäraktionen gegen Assad und sein Regime bereit. Frankreich ist zum Militärschlag bereit. Israel soll vor wenigen Tagen bereits bombardiert haben. So ist zu lesen. Spekulation, Israel sagt, wir sagen dazu nichts. Trump hat seine Südamerika-Reise abgesagt, weil er harte Aktionen gegen Syrien überwachen und vorbereiten will. Also, meine Damen und Herren, es sieht danach aus, als würde man die Niederlage, die man in den letzten, ja im letzten Jahr hat einstecken müssen, dass man Assad nicht wegbekommen hat auf dem herkömmlichen Wege, dass die Zusammenarbeit zwischen Assad, Iran und Russland dazu geführt hat, dass er weiter im Amt ist und dass die Aktivitäten des Westens hier zurückgeschlagen wurden, das scheint man so nicht akzeptieren zu wollen. Jetzt scheint es mit einem der Verdacht nahe, dass man mit einer groß angelegten militärischen Offensive von allen Seiten Syrien Assad hier wegbomben will. Und Russland warnt diesbezüglich eindringlich. Man darf dazu eins nicht sagen. Bei allem, egal wie man sieht, ist Assad der legitime Präsident Syriens. Und das ist ein selbstständiges Land. Und der Präsident dieses Landes hat Russland eingeladen und gebeten, sie zu unterstützen. Das heißt, die einzigen, die dort wirklich legitim vor Ort sind, sind die Russen. Das kann man sehen, wie man will. Aber es ist nun mal der Fakt, wenn man das, wenn man die Völkerrechtsdinge ernst nehmen will. Und Russland warnt eindringlich und sagt, Freunde der Nacht, wenn ihr hier angreift, werden wir entsprechend reagieren. Wir werden nicht nur die Raketen abschießen, die hierher kommen, sondern auch die Abschusseinrichtungen angreifen. Und diese Abschusseinrichtungen, das heißt nichts anderes, als dass es beispielsweise amerikanische Kriegsschiffe wären, wenn die Tomahawk-Raketen Richtung Syrien abfeuern, die dann Ziel russischer Gegenschläge wären. Und meine Damen und Herren, wenn das passiert, dann sind wir in einem heißen Krieg direkt zwischen Russland und den USA und der NATO. Und dann haben wir den Dritten Weltkrieg. Das ist eine Situation, die Gefahr, dieses Krieges liegt wenige Wochen vor uns. Das ist nichts, was in einer fernen, strategisch denkbaren Variante ist. Die Situation ist so gefährlich wie nie seit dem Kalten Krieg. Und tatsächlich ist es gefährlicher als der Kalte Krieg. Denn der Kalte Krieg hatte klare Regeln, da war es eingefroren, deshalb hieß er ja auch kalt. Jeder wusste genau, was er tun muss. Jeder wusste, wie weit die Jets des anderen fliegen und was passiert, wenn es zu einem Missverständnis kommt. Es gab die roten Telefone und so weiter und so weiter. Das gibt's alles nicht. Wir haben eine völlige Wildwest-Situation, in dem absolut unklar ist, wer welchen Schritt als nächstes macht. Wir haben keine vernünftige Koordination zwischen den Gegnern. Das heißt, die Situation ist feuergefährlich. Irgendein Fehler kann dazu führen, dass hier was Schlimmes passiert. Auf den Giftgasangriff nochmal zurückzukommen. Der US-Verteidigungsminister, wir hatten ja schon mal 2013 und 2017 diese Behauptungen, dass Assad Giftgas gegen seine Gegner eingesetzt hat. Vor kurzem hat der US-Verteidigungsminister Jim Mattis ganz klar eingeräumt, wir haben keine Beweise, no evidence für einen Giftgasangriff durch Assad oder seine Truppen 2013 oder 2017. Aber diese nicht vorhandenen Beweise waren die Ursache für US-Angriffe mit Marschflugkörpern auf syrische Luftwaffenbasis. Das heißt, wir brauchen keine Beweise mehr, auch ohne Beweise schlagen wir einfach zu. Was das noch mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, das kann sich jeder selbst beantworten. Der Giftgasanschlag in Salisbury fällt mehr und mehr in sich zusammen, wird immer weniger aufrechterhalten. Werden wir wahrscheinlich auch nicht aufklären, aber es fällt immer mehr in sich zusammen. Und denken wir daran, dass es eine Lüge war, die zum Ersten Weltkrieg führte, der Mord in Sarajevo. Es war eine Lüge, die zum Irakkrieg führte, die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Irak. Es war eine Lüge, die zum Vietnamkrieg führte. Und vielleicht sind es auch wieder Lügen, die zum nächsten, zum dritten und vielleicht letzten Weltkrieg führen.